Was geht's in der Vorlesung? Also es geht um lineare Strukturen. Jetzt, was sind lineare Strukturen? Das werden wir so im Laufe der Zeit versuchen, etwas zu erarbeiten. Ich gehe mal davon aus, dass Sie in der Schule davon nur sehr wenig berührt worden sind. Wer kennt denn den Begriff der Matrix? Uiuiuiui. Was haben Sie damit angestellt? Wer hat schon mal eine Matrix mit einem Vektor multipliziert? Das ist ja erschreckend viele. Okay, dann stimmt vielleicht doch das, was der Herr Bratelli gesagt hat, dass Sie manches, was Sie wie am Anfang machen werden, schon aus der Schule kennen. Ich wollte nämlich gerade sagen, für die lineare Algebra trifft das nicht zu. Es trifft aber, glaube ich, auch nur sehr partiell zu. Also, wir werden uns also beschäftigen allgemein mit linearen Strukturen. Das hat verschiedene Ausformungen. Das kann ganz konkret werden. Und wenn es konkret wird, heißt es dann, lineare Gleichungssysteme zu lösen oder sich überhaupt um die Lösbarkeit von linearen Gleichungssystemen zu kümmern. Das hat auch einen sehr praktischen Aspekt, nämlich die Frage der Algorithmik. Wie mache ich das? Da haben Sie wahrscheinlich das gaußsche Eliminationsverfahren schon kennengelernt. Zumindest, wenn Sie es nicht in der allgemeinen Form kennengelernt haben, haben Sie es in der 7. oder 8. Klasse für 2 oder für 3 Gleichungen angewendet. Da hieß das dann Eliminationsverfahren oder Additionsverfahren. Genau das werden wir auch machen, aber eben für N-Gleichungen. N kann eben irgendeine Zahl, eine natürliche Zahl sein und die Anzahl der Gleichungen wird in einer technischen Anwendung, die fängt vielleicht bei 1000 an und hört bei 100 Millionen oder auch mehr auf. Das sind also eher größere Gleichungssysteme. Wo die herkommen, werden wir vielleicht auch noch mal ein bisschen sehen. Also konkret werden wir anfangen, uns mit linearen Gleichungssystemen zu beschäftigen. Da werden Matrizen ins Spiel kommen. Über die Matrizen werden lineare Abbildungen ins Spiel kommen. Und was ganz wichtig sein wird, wird der Begriff des Vektorraums. Und haben Sie wahrscheinlich schon eine Vorstellung, was ein Vektor ist und was vielleicht auch ein Vektorraum ist. Und Sie denken da an den R2 und den R3 und freie Vektoren und gebundene Vektoren und sowas. Das werden wir auch ventilieren. Aber wir werden das wesentlich abstrakter fassen. Das wird unser erster abstrakter Begriff sein und das wird auch unser zentraler Begriff sein. Und natürlich die Anwendungen sowohl in Naturwissenschaften als auch Technik als auch Wirtschaftswissenschaften, das habe ich dann auf die Ergänzungen verschoben. Und wie gesagt, wir fangen jetzt erstmal konkret damit an. Vielleicht ist das für Sie jetzt noch nicht so sehr konkret. Für uns wird das konkret sein. Wir nehmen uns Zahlentupel her, also wie Sie es kennen, mit dem geordneten Paar, dem R2, dem geordneten Tripel. Das werden wir jetzt verallgemeinern. Und das wird dann Anlass geben, den Begriff des reellen Vektorraums einzuführen. Und als Basis dafür befassen wir uns erst einmal mit linearen Gleichungssystemen. So, jetzt habe ich ja gesagt, ich mache keine Zahlbeispiele, aber am Anfang mache ich da doch mal eine Ausnahme. Unser erstes und einziges Zahlbeispiel ist so eine Aufgabe so aus der 6., 7. Klasse, ist auch schon uralt, so eine Art alte chinesische Denksportaufgabe, an der man aber viel lernen kann. Also Sie können das lesen, also wir haben Hasen und Hühner in einem Käfig und wir wissen nicht, was die einzelnen Anzahlen der Hasen, diese Zahl nennen wir mal x, also wir suchen eine natürliche Zahl x, und wir wissen auch nicht, was die Anzahl y der Hühner ist, diese Zahl nennen wir y, wir wissen nur zwei andere Aussagen, denn wir wissen die Anzahl der Köpfe, das soll 4 sein, und die Anzahl der Beine, das soll 10 sein. So, also das ist eine der wunderschönen, wenn man so will, Textaufgaben. Und jetzt müssen wir da erstmal sozusagen diese verbal formulierte Aufgabenstellung in ein mathematisches Problem transferieren. Und das ist das, was dann in diesen beiden Zeilen hier steht. Das ist, wenn man so will, das sind Erhaltungsgleichungen, in die, wenn man es jetzt besonders wild sagen will, gewisse konstitutive Gesetze eingeht. Es geht nämlich ein, wie viele Köpfe ein Hase hat und wie viele Köpfe, was waren die anderen Viecher, ein Huhn hat.
Da beide offensichtlich einen Kopf haben, ist also die erste Gleichung 1 mal x, das ist also dann die Anzahl der Köpfe der Hasen, plus 1 mal y, das ist die Anzahl der Köpfe der Hühner, ist gleich 4. Gut, das ist also jetzt eine lineare Gleichung, die hier entsteht in zwei Unbekannten, die x und y heißen. Und die zweite Information, die wir haben, nämlich die über die Anzahl der Beine, da gehen natürlich auch die konstitutiven Gesetze ein, nämlich wie viele Beine hat ein Hase? Das sind 4. Wie viele Beine hat ein Huhn? Das sind 2. Und dementsprechend ist die zweite Gleichung 4 mal x plus 2 mal y gleich 10. Wie gesagt, solche Gleichungen haben Sie in der 6. oder 7. Klasse gelöst. Und wie haben Sie das gemacht? Naja, machen wir es nochmal genauso, wie Sie es dort gemacht haben. Na, was ist jetzt los? Ich glaube, das hieß Substitutionsmethode oder sowas bei meiner Tochter. Wir lösen eine Gleichung nach einer der Unbekannten auf. Das geht mit der ersten Gleichung besonders einfach. Das wäre also nach der Unbekannten x. Das heißt, wir wollen x eliminieren durch die Gleichung x gleich 4 minus y. Diese Gleichung setzen wir dann in die zweite Gleichung ein, haben dann 4 mal, jetzt das x darf ich ersetzen durch 4 minus y plus 2y gleich 10. Jetzt habe ich hier nur noch eine Gleichung in y und die darf ich umformen, indem ich hier ausmultipliziere. Hier habe ich 16 minus 4y plus 2y ist minus 2y. Gleich 10, das sind alles äquivalente Umformungen, die ich hier mache. Und schließlich bringe ich die 16 auf die andere Seite, minus 2y gleich minus 6. Und schließlich y gleich 3. Das heißt also, ich habe, da weiß ich schon, ich habe 3 Hühner. Und das wiederum jetzt in diese Gleichung eingesetzt, sagt mir, x ist gleich 1. Das heißt also, ich habe jetzt eine Lösung ausgerechnet. Habe ich das wirklich gemacht? Da müssen wir uns vielleicht noch ein bisschen drüber nachdenken, aber hier ist es so einfach, dass es recht offensichtlich ist. Ich habe eine Lösung ausgerechnet und ich habe zusätzlich gesehen, das ist die eindeutige Lösung dieses Gleichungssystems. Das ist aber jetzt natürlich eine sehr spezielle Situation. Gleichungssysteme müssen nicht unbedingt immer eine Lösung haben. Oder sie können auch viele Lösungen haben. Können Sie mir mal ein Gleichungssystem sagen, was viele Lösungen hat? Vielleicht auf das Beispiel aufbauend. Ja? Ja, oder wir nehmen einfach die erste Gleichung her, x plus y gleich 4. Dann haben wir nur eine Gleichung und anscheinend haben wir da sozusagen einen Freiheitsgrad. Wir können x oder y irgendwie beliebig wählen und dann bestimmt sich die andere Variable dadurch. Ja, liegt das vielleicht daran, dass wir hier nur eine Gleichung und zwei Unbekannte genommen haben? Ja, wenn ich immer zwei Gleichungen habe, ist es dann immer eindeutig lösbar? Nein? Kann ich zwei Gleichungen haben und trotzdem beliebig viele Lösungen? Ja? Ich rede jetzt von zwei Unbekannten. Zwei Unbekannte, zwei Gleichungen oder drei Gleichungen oder 4 oder 5 oder 1 Million. Ja? Ja, Sie meinen das Richtige. Das werden wir noch ein bisschen genauer besprechen, was Sie meinen. Ich könnte ja zum Beispiel die Gleichung nehmen, 2x plus 2y gleich 8 könnte ich dazu nehmen. Oder 3x plus 3y gleich 12. Und so kann ich das Spiel fortführen. Das heißt, ich kann mir 10.000 Gleichungen hinschreiben und diese 10.000 Gleichungen führen nicht dazu, mir meine zweite Variable festzulegen. Gibt es denn auch die Möglichkeit, dass ich keine Lösung habe? Ja?
Genau, was wäre denn zum Beispiel eine zu x plus y gleich 4 widersprüchliche Gleichung? Genau, so könnte das sein. Jetzt wird man natürlich sagen, in diesem einfachen Beispiel, da sieht man ja, was los ist, da wird man natürlich nicht zwei widersprüchliche Gleichungen hinschreiben, aber unser Ziel ist nicht, Gleichungen mit zwei Unbekannten oder drei oder mit 10 oder 20 zu lösen, sondern mit n. N ist eine beliebige natürliche Zahl. Und wir wollen auch nicht dann unbedingt die gleiche Anzahl von Gleichungen haben, sondern wie wir gesehen haben, wollen wir eventuell mehr Gleichungen haben oder weniger. Das heißt, wir werden ganz allgemein zulassen wollen, eine gewisse Anzahl von Gleichungen, eine gewisse Anzahl von Unbekannten. Ja, wo treten denn solche großen Gleichungssysteme überhaupt auf? Und ich will jetzt hier, das ist jetzt auch abweichend von dem, was ich im Folgenden machen werde, ich werde jetzt eines dieser drei großen Beispiele, die ich in den Ergänzungen dann letztendlich besprechen werde, das ist ein Problem aus der Technik oder Mechanik, das ist das, was ich gerade ansprechen werde, eines ist ein bisschen physikalischer noch, wobei das natürlich auch Physik ist, und ein drittes aus den Wirtschaftswissenschaften, will ich das erste Mal ansprechen, ohne jetzt wirklich Dinge herzuleiten. Ich will Ihnen einfach bloß sagen, was wären die Gleichungssysteme, die da entstehen, damit Sie mal ein Gefühl dafür bekommen, was in einer realen Anwendung überhaupt für Gleichungssysteme entstehen können. Wir wollen uns folgende Situation, die an sich schon eine sehr einfache Situation ist, vorstellen. Für sowas haben Sie vielleicht auch schon mal in der Schule gesehen. Da haben Sie sowas wie Punktmechanik gemacht. Ich habe also n-1 Massen, die ich mir sozusagen in einem Punkt konzentriert vorstelle. Und diese Massen sind untereinander durch Federn verbunden. Zwischen m1 und m2 ist die Feder f2 und so geht das weiter. Und zusätzlich, zumindest in der ersten Situation, die ich anschaue, möchte ich diese Konfiguration, die dadurch entsteht, beidseitig einspannen. Das heißt, ich verbinde M1 noch mit einer Feder mit einem festen Material, was also seine Position nicht verändern kann. Und genau das Gleiche mache ich mit Mn-1, mit einer Feder, die hier die Bezeichnung Fn hat, auch mit einem festen Material. Jetzt wird ohne dass hier Kräfte wirken, und zu den Kräften gehören natürlich auch gegebenenfalls die Gravitationskräfte dazu, diese Konfiguration irgendwie eine Ruhestellung einnehmen. Jetzt fangen an, Kräfte zu wirken, zum Beispiel die Gravitation. Die zieht dann das Ganze irgendwie nach unten, grob gesprochen. Aber wir können auch andere Kräfte wirken lassen, die an den einzelnen Massenpunkten, Massenknoten ansetzen, die das vielleicht dann nach oben ziehen. Und die Frage ist, welche Auslenkung stellt sich in den einzelnen Federn dann ein? Diese Auslenkung wird mit x bezeichnet, also dieser Massenpunkt hat dann die Auslenkung x1 aus seiner Ruhelage, x2 bis xn-1. Jetzt habe ich hier schon dazu geschrieben, x0 gleich 0 und xn gleich 0. Wieso? Ja? Die sind beide fest und deswegen ist ihre Auslenkung gleich 0. Also es ist nicht die absolute Position, sondern die Verschiebung. Deswegen sagt man da auch Verschiebung oder Auslenkung. Die Verschiebung aus einer Grundkonfiguration. Ich will jetzt gar nicht versuchen, Ihnen dieses Modell im Detail herzuleiten. Das werde ich, wie gesagt, in den Ergänzungen machen. Die zugehörige Physik, das müsste den meisten von Ihnen geläufig sein. Das Stichwort ist das Hooke'sche Gesetz. Wir haben also mit den Federn sozusagen den Idealfall eines elastischen Materials. Das heißt also, wir haben eine Proportionalität zwischen der Auslenkung und der Dehnung. Jetzt müsste ich genau beschreiben, was Dehnung ist. Das will ich alles nicht machen. Sie wissen vielleicht noch, wenn man dann anfängt, diese Federversuche zu machen, dann gibt es immer die Federkonstante, die eben gerade der Proportionalitätsfaktor in dem genannten Hooke'schen Gesetz ist. Diese Federkonstante möchte ich mal mit CI bezeichnen. Und ich will Ihnen jetzt einfach mal das Gleichungssystem zeichnen, was rauskommt.
So, hier steht jetzt nochmal alles, was ich gesagt habe. Was ich noch ein bisschen genauer sagen sollte, ist diese an den Knoten angreifenden Kräfte, die nenne ich B1 bis Bn-1. Kräfte sind ja eigentlich Vektoren, aber wir haben hier nur uns auf eine Richtung festgelegt. Das muss aber nicht unbedingt die Gravitationsrichtung sein. Das heißt also, die Vorzeichen dieser Zahlen BI, die regulieren sozusagen, ob ich in die gewählte Referenzrichtung gehe oder entgegen dieser Referenzrichtung gehe. Es gibt aber nur in diesem sehr einfachen Modell diese einfache Richtung. Sie sehen schon, wie einfach die Physik und wie einfach die Situation ist, die wir hier beschreiben. Das entstehende Gleichungssystem, und das ist jetzt gar nicht so viel anders wie bei den Hasen und den Hühnern, das setzt sich aus zwei Dingen zusammen. Aus Bilanzgleichungen. Bei den Hasen und Hühnern hatten wir eine Bilanzierung über die Anzahl der Köpfe und über die Anzahl der Beine. Und hier bilanzieren wir eben über die Kraft, genau über den Impuls. Also wir haben eine Kräftebilanz hier. Und dann brauchen wir konstitutionelle Gesetze, die uns was über die Materialien sagen. Bei den Hasen war das konstitutionelle Gesetz ein Kopf, vier Beine. Und hier ist eben das konstitutionelle Gesetz, das Hooke'sche Gesetz. Die innere Kraft einer Feder ist proportional zur Dehnung. Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht definieren, was Dehnung ist. Und was dann letztendlich entsteht, ist in jedem dieser Knoten hier, in dieser Massenknoten, entsteht eine Gleichung, die drei Auslenkungen miteinander verknüpft. Die an dem betreffenden Knoten, die an dem nachfolgenden Knoten und die an dem Knoten vorher. Das müssen Sie jetzt einfach mal so zur Kenntnis nehmen. Das will ich jetzt nicht herleiten. Sie sehen also, das ist ein Gleichungssystem, eigentlich ein scheinbar recht harmlos. Es sind ja nur drei Zahlen miteinander verknüpft, aber es sind immer drei verschiedene Zahlen. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man auch, wo diese beiden Randbedingungen x0 und xn gleich 0 reinkommen. Wenn man nämlich die Gleichung für i gleich 1 anschaut, also dem Knoten, der zu dieser festen Position benachbart ist, da taucht hier das x0 auf und da fällt der Term eben weg, weil x0 gleich 0 ist. Und genauso zum letzten Knoten, da taucht hier xn auf und das fällt weg. Das heißt also, wenn wir die Gleichungen nochmal etwas genauer hinschreiben, jetzt für den einfacheren Fall, dass alle Federkonstanten gleich sind, gleich der Zahl c, dann kann ich durch c durchteilen, bekomme hier einen Faktor minus 1, hier den Faktor 2. Das heißt, meine Grundgleichung sieht so aus, minus x1 minus 1 plus minus xi minus 1 plus 2xi minus xi plus 1. Und diese beiden Randgleichungen, da tauchen dann nur zwei von den Unbekannten auf. Aber es ist jetzt nicht so, dass nur zwei oder drei der Unbekannten miteinander verknüpft sind, obwohl nur zwei oder drei in einer Gleichung drinstehen. Denn über die erste Gleichung sind x1 und x2 miteinander verknüpft. Durch die zweite Gleichung ist x2 mit x1 und x3 verknüpft. Durch die nächste wird x3 zurückverknüpft zu x2 und vorverknüpft zu x4. Und so setzt sich das sozusagen durch das ganze System durch, egal wie viele Punkte ich habe, ob das nun 10 oder 10.000 oder 10 Millionen sind. Und das heißt also zumindest für große n entsteht hier erstmal ein riesig großes Gleichungssystem, wo wir ein bisschen systematischere Methoden brauchen, zum Beispiel zu entscheiden, ob dieses Gleichungssystem eine Lösung hat, ob sie eindeutig ist, welche Eigenschaften die Lösung hat. Was meinen Sie denn? Hat das Gleichungssystem hier eine eindeutige Lösung oder nicht? Von Ihrem physikalischen Gefühl her. Physik und mathematische Modellierung sollten natürlich immer auch zusammenpassen. Ja? Okay. Gut, dann ich äußere mich jetzt da noch nicht dazu, das werden wir dann untersuchen. Und jetzt machen wir eine kleine Modifikation an diesem Beispiel. Das ist das, was Sie hier in der rechten Abbildung sehen. Ich nehme einfach mal die Einspannung unten weg. Dann verändert sich nur die Gleichung, die sich auf diesen letzten, hier ist es so angeordnet, dass M1 der letzte Punkt ist. Ich habe das, glaube ich, jetzt sprachlich andersrum
gesagt, aber das ist letztlich egal. Dann ändert sich die letzte Gleichung und die letzte Gleichung ändert sich dann hier dazu, dass sozusagen nur noch, das ist im Wesentlichen die Dehnung, was hier steht, diese Differenz der Auslenkungen, C2 mal die Dehnung gleich äußere Kraft, dann hier steht, das ist eben diese Kräftebilanz, die innere Kraft balanciert sich mit der äußeren Kraft. Das heißt also, wenn man hier hinschaut, es tritt hier eine kleine minimale Änderung im Gleichungssystem auf. Die 2 hier wird ersetzt durch eine 1. Das kann ja nicht viel machen. Wir werden später sehen, dass das durchaus Auswirkungen auf die Lösungseigenschaften hat. Und jetzt könnte man natürlich noch so vermessen sein, man könnte beide Einspannungen wegnehmen. Was wird denn dann passieren? Was passiert denn dann physikalisch? Okay, und wir werden sehen dann, was das für dieses Modell bedeutet. Aber das können wir natürlich nicht, indem wir einfach nur so hemsärmlich Gleichungen nach Variablen auflösen und dann ineinander einsetzen. Da brauchen wir einen etwas systematischeren Zugang zur Lösung von Gleichungssystemen und darum soll es gehen. Was wir an diesem kleinen Beispiel gesehen haben, und das ist mir ein Anliegen, dass das immer bei aller Mathematik und bei aller abstrakten und notwendigerweise abstrakten und formalisierten Mathematik, die wir hier üben werden, was immer klar sein sollte. Es muss ja irgendeinen Grund geben, warum sich die Gesellschaft die Beschäftigung mit Mathematik leistet, warum Industrie ein Interesse daran haben sollte, Leute mit einer Mathematikausbildung oder zumindest mit einer geeigneten Mathematikausbildung einzustellen. Und das hat einfach damit was zu tun, dass man mit Mathematik und insbesondere mit linearen Gleichungssystemen reale Vorgänge modellieren kann. Wie gesagt, genaueres in den Ergänzungen dazu. Ein Beispiel, was gar nicht so weit weg ist von unserem jetzt schlichten Massenmodell, wo haben wir das, ist dieses hier, Crashtest. Das sieht jetzt viel komplexer aus, ist auch viel, viel komplexer. Ist von der Physik her nicht ganz weit weg von dem Beispiel, was ich hatte. Und hinter der Berechnung dieser Konfigurationen, und dass das wiederum was mit Gleichungssystemen zu tun hat, kann man vielleicht erahnen, dass man sieht, dass diese Körper hier eben irgendwie doch in kleinere Elemente aufgeteilt zu sein scheinen. Man kann halt immer nur endlich viele Zahlen ausrechnen, auch wenn das endlich dann 10 hoch 8 ist vielleicht. Was hier dahinter steckt, ist letztlich das Lösen von Gleichungssystemen, von großen, von sehr, sehr großen Gleichungssystemen. Okay, wir wollen jetzt ein bisschen fundamentaler rangehen und jetzt fragen, was gibt es denn da für Fragestellungen? Das erste ist natürlich die Existenzfrage. Ich habe ein Gleichungssystem, hat das eine Lösung? Wie kann man da rangehen? Natürlich, man kann eine Lösung angeben. Das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben einfach gezeigt, und wenn wir uns nicht ganz sicher sind, was wir hier gemacht hätten, dann würden wir einfach dieses Paar 1, 3 hernehmen, in das Gleichungssystem einsetzen, sehen, es passt und damit haben wir eine Lösung gefunden. Also mit einem konkreten, einfachen Beispiel kann man das immer machen, eine Lösung konkret anzugeben. Man kann natürlich auch versuchen, abstrakt zu argumentieren, indem man sagt, ich nehme jetzt mal an, das gibt keine Lösung und führe diese Annahme zu einem Widerspruch. Das ist auch legitim, ist aber eben nicht konstruktiv. Danach wissen wir eben nichts über eine Lösung. Wir wissen eben nur, es gibt eine. Und was jetzt vielleicht der befriedigendste Zugang ist, dass man einen Algorithmus angeben kann, das ist also eine Rechenvorschrift, in unserem Fall eine Rechenvorschrift aus endlich vielen, vielleicht sehr, sehr vielen, aber endlich vielen Schritten aus Elementaroperationen, von der wir dann sicherstellen können, dass sie uns eine Lösung bestimmt. All diese Überlegungen sagen nichts darüber aus, wie viele Lösungen es gibt. Wir sagen dann auch, es gibt mindestens eine Lösung. Die davon erstmal im Allgemeinen getrennte Frage ist, die nach der Eindeutigkeit. Und die kleinen Beispiele, die wir durchdiskutiert haben, zeigen, dass diese Fragen getrennt sind. Das hier war ein Beispiel, das hat
eine Lösung und die Lösung ist eindeutig. Es gibt keine zweite Lösung. Dann hatten wir uns gleich überlegt, die hatten sehr viele Lösungen gehabt. Da hatten wir eine Lösung über alles andere als Eindeutigkeit. Und dann hatten wir auch Gleichungen, die keine Lösung hatten. Da war die Lösung sehr, sehr eindeutig, aber halt bloß nicht da. Also das sind im Prinzip, das sind im Allgemeinen getrennte Dinge, die vielleicht dann irgendwann zusammenfallen können. Das ist kein Zufall, dass in dem Beispiel das dann zusammenfällt. Aber prinzipiell haben wir auch noch die Frage der Eindeutigkeit. Und die Frage der Eindeutigkeit können wir nie konkret angehen, sondern müssen wir abstrakt angehen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, wir haben zwei Lösungen und müssen dann zeigen, diese beiden Lösungen müssen notwendigerweise gleich sein. Oder wir können es auch als Widerspruchsbeweis machen. Wir können sagen, wir haben zwei Lösungen. Wir nehmen an, sie sind verschieden. Dann haben wir sozusagen noch ein bisschen mehr Informationen zur Verfügung und können dann einen Widerspruch, müssen dann einen Widerspruch ableiten. Okay, und diesen Fragen nach der Existenz und nach der Eindeutigkeit von Lösungen werden wir uns jetzt dann im Laufe der Vorlesung oder genauer gesagt in der nächsten Vorlesung am Freitag versuchen allgemein zu nähern, indem wir das Gaußsche Eliminationsverfahren, was Sie vielleicht schon im Spezialfall kennen, genauer entwickeln werden. Okay, und damit werden wir das insbesondere allgemein beantworten können.